Sind Sie zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft trotzdem grundsätzlich? Na, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Ja, Coach, dominantes Spiel, dominanter Sieg, speziell in der ersten Halbzeit natürlich unter schwierigen Bedingungen. Kann man zufrieden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. War eine schwierige Aufgabe, wie du gesagt hast. Da waren, glaube ich, schwierige Platzverhältnisse. Wir haben gewusst, dass wir heute einfach nachlegen müssen, nach dem guten Spiel in Dornbirn. Und das haben wir jetzt geschafft, das haben wir zufrieden, aber es geht schon weiter am Mittwoch. Dein Tor hat ja heute den Torreigen für uns eröffnet. Das war ja im Prinzip schöne Auflage vom Verlieh und dann hast du quasi, man muss richtig stehen, selbstverständlich, oder hast du quasi nur mehr reindrücken müssen. Wie siehst du dein Tor jetzt? Ja, ich falle und sage, wir versuchen immer im Training zum sehr gute Connection haben. Und diese war nicht neu. Wir machen das immer im Training, und ich bin glücklich, wir haben heute so gemacht. Ja, Falimo Yulu, 2 goals today, both beautiful, beautiful goals. Dominant performance, dominant win under circumstances that were difficult, especially in the first half. How would you describe this game? Yeah, I think it was a difficult game in the first half because of the condition, but we made the job. And job done, everybody's happy, everybody did a good job, so now we keep going. Ich gedacht so, wie heute, wenn du siehst die Plakat so 4-1 und dann ja, ist leichtes Spiel, aber ist von meiner Meinung ist nicht leichtes Spiel. Wir uns gemacht leichtes Spiel so und dann wir ganze Match Kontrolle, ich glaube, Steyr ist nur eine Chance, wenn er 1 gegen 1 und dann schießt und dann unser Thomas, gut, halt mal, aber mein Meinung ist, wir komplett dominant und dann das ist ein wichtiges Spiel, wichtiges Sieg und dann eine gute Serie, 2 Serie und dann weiter so. Also ja, dominantes Spiel muss ja nicht heißen, dass es ein einfaches Spiel war. Also dominant von uns gespielt einfach. Ja so, aber wenn du siehst im Plakat so, nach dem Spiel 4-1 und dann siehst du, ist ein leichtes Spiel, aber ist nicht ein leichtes Spiel. Wir viel Arbeit, konstant so, Innenverteidiger konstant vorne. Fali, Stark, Pauli, Seidi. Ich glaube, erste Halbzeit war 3-0 Minimum. Und dann, ja, ist Fußball. Jetzt steht mit dem WAC im Cup durchaus ein ziemlich schwerer Gegner an. Man hat aber nichts zu verlieren letztlich, oder? Naja, ich sehe es nicht ganz so. Also, wenn man im Cup antritt und die Chance das Viertelfinale hat, dann möchten wir das Spiel schon unbedingt gewinnen. Ich glaube, dass wir die Chancen haben. Natürlich haben wir in der Außenseiterrolle, aber das heißt nicht, dass wir das Spiel verlieren. Also wir glauben an uns und jetzt die letzten 2 Spiele haben wir gezeigt, was wir drauf haben. Und jetzt gehen wir mit viel Motivation in das Spiel gegen den WRC. Es war ja auch die 25-Jahre-Feier gestern mit dem Jubiläum des Vereins. Ihr habt ja leider schon ein bisschen früher weg müssen, um zu trainieren natürlich für heute. Das war jetzt natürlich wichtiger. Aber ja, was sagst du zur Feier und zum Jubiläum generell? Ja, es war sehr geil gestern. Das war meine erste, ich glaube, ich war in Kaffenberg, André war 100 Jahre und dann gestern auch beim Blau-Weiß Linz. Ich war sehr glücklich. Ich habe alle die Fans, especially the Kinder. An anniversary is always good, so everybody was happy. We don't make the party, but we enjoy and yeah, it's good. Ja, die Jungs, er immer sagt von mir gestern, er unglaublich, er sagt, Honi, das ist du Vater vom Verein, das ist du bist Alter vom Verein. Ich sage, ja, okay, passt schon. Na, ich wünsche dir alles gut vom Verein und dann ich hoffe, dass nächste Saison wir Bundesliga, ein neues Stadion und dann und weiter so. Ja, es ist immer toll, wenn man ein Jubiläum hat, das Verein. Ich glaube, dass man auf unterschiedliche Phasen in der Vergangenheit zurückblicken kann. Das Gute ist bei dem Verein, dass man eine sehr gute, positive Zukunft blicken kann, dass eine gute Perspektive da ist. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Die Feier selber war leider so terminisiert, dass es aufgrund unseres Spiels heute nicht möglich war für uns, dass wir lange dabei waren. Aber ich glaube, es standen ja eh die Fans im Vordergrund und vor allem auch die Spieler waren auf der Bühne, die schon sehr viel geleistet haben für den Verein. Und der Herr Schellmann als Ehrenpräsident, ich glaube, dass für die schon eine gute Bühne war und ich denke, dass es eine runde Sache war. Und ja, freut mich natürlich für den Verein. Das 25-Jahre-Jubiläum ist immer gut und wir haben unseren Teil dazu beigetragen mit dem Sieg. Auch ein Spieler mit Blau-Weißer Linzer Vergangenheit, nicht direkt beim FC Blau-Weiß Linz, sondern beim Vorgängerverein. Wir haben ja für Blau-Weiß gestern das 25-jährige Jubiläum gefeiert, feiern dürfen. Was wären Ihre Worte da zum
blau-weißen Fußball in Linz und zum Jubiläum vom FC Blau-Weiß? Ja, natürlich erinnere mich ich gerne zurück an diese Zeit, wo ich in Linz gespielt habe, weil das wirklich eine sehr positive, tolle Zeit war und einer meiner schönsten Zeiten, weil ich da auch einige kennengelernt habe. Leider hat sich damals dann diese Fusion ergeben, wo praktisch dieser Verein dann entstanden ist. Aber trotzdem sehe ich einfach das sehr positiv, was sich in Linz im Fußball tut, wenn man alleine drauf schaut, dass beide Vereine ein tolles Stadion bekommen. Blau, weiß, blau, 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 bl